Essenstüte ist wieder hinten dran. Ich habe wieder eingekauft. Ziemlich umständlich. Ich bin ungefähr in 8 Shops reingegangen und habe jeweils immer nur eine Sache gekauft. Aber ich kann mich mittlerweile ganz gut verständigen. Der eine, warum auch immer, hat mich gefragt, ob ich Spanier bin. Also so gut spreche ich jetzt auch noch nicht Spanisch, oder? Aber gut, wenn die es meinen, dann anscheinend schon. Aber allgemein ist es sehr schön einzukaufen. Es sind immer so ganz kleine Stände mit jeweils einer Person drin oder so. Haben ihre Sachen schön aufgebaut. Naja, und man kommt echt schnell ins Gespräch. Und ziemlich viele sprechen mich wegen der Größe an, weil hier alle ein bisschen kleiner sind als ich. Ich wundere es trotzdem, dass man mich als Spanier bezeichnet. Also wirklich, so gut spreche ich jetzt wirklich nicht Spanisch. Aber das könnte eben daran liegen, dass ich in der Schule das Schulspanisch gelernt habe. Und hier werden halt einige Wörter anders ausgesprochen. Was sind das denn bitte für Kakteen? Das ist ja der Hammer. Die machen mich echt fertig, die Hunde. Aber was komisch ist, in Peru pfeift man die Hunde nicht zurück. Selbst wenn die Hunde Besitzer haben, so wie gerade eben zum Beispiel, dann machen die Personen einfach gar nichts. Sie schauen einfach nur zu und lachen. Aber so ist es, ne? Das sind die Unterschiede. Dieser Mann da hinten, der hat mir gerade eben einfach angeboten, auf seiner Wiese zu campen. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Und er meinte, ja klar, kannst du campen. Da gibt es nämlich links und rechts, glaube ich, zwei etwas größere Campingplätze. Und er meinte, ja, ich kann auch da einfach herkommen, wenn ich will. Aber es ist halt erst 3 Uhr. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen weitergehen. Das ist mir ein bisschen zu früh. Ich mache einfach noch ein paar Kilometer. Der eine Mann hat mir gerade vorgeschlagen, mit dem Pferd da hochzureiten, für 20 Euro umgerechnet. Das war, keine Ahnung, das habe ich ausgeschlagen, es war ein bisschen komisch aussehen. Ja, weiß nicht, ob es das jetzt braucht. Aber trotzdem fände ich es ganz interessant, eigentlich das mal auszuprobieren, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Das ist natürlich auch immer noch die Frage. Catarata Escondida. Das ist der Weg. Hier, hier, da üben. Ich glaube, die wollen mich echt verarschen. Wow, ich bin wirklich gerade fast reingeflogen. Wir sind da. Krass. Ich glaube, ich hau mich jetzt nochmal in den Wasserfall rein. Let's go! Sehr geil! Keine 2 Sekunden später, da fängt es regnen an! Das ist richtig widerlich gerade! Scheiße, die ganzen Sachen werden nass! Ich bin klitschnass. Von hinten. Ich war die ganze Zeit gebückt und habe gearbeitet und so, deswegen ist mein Rücken ist komplett durch. Rucksack auch von dieser Seite komplett durch. Ich war nämlich da hinten, habe den Rucksack hier gelassen. Und bis ich hier war und mich umgezogen hatte und so weiter, ist halt alles klitschnass geworden. Und außerdem ist mein Regencape, also das blaue Ding hier, nicht mal groß genug, um alles drunter zu kriegen. Das Zelt hier zum Beispiel hängt ja eigentlich immer quer hinten dran und das kriege ich gar nicht drunter. Das heißt, wenn es regnet, weiß ich nicht mehr, wo ich das hin tun soll. Oh Mann, das wird lustig die nächsten Tage und Wochen. Ich habe mir mein Zelt jetzt an die Seite reingeklemmt. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus und ist wahrscheinlich auch nicht so wasserdicht, aber hilft ja nichts, ne? Da müssen wir jetzt durch. Außerdem hat es jetzt das Regnen aufgehört. Wer weiß wie lange. Sollte mir zunächst auch meinen Zeltplatz suchen, denke ich. Thank you.
habe jetzt gerade nochmal mit einer Frau gesprochen, die habe ich sogar sehr gut verstanden und sie hat mich auch, glaube ich, sehr gut verstanden. Und die meinte hier, es ist eine Wiese, da kann ich einfach kostenlos zelten. Ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, warum nicht, ne? Gut, ich bin jetzt mehr oder weniger fertig. Ich habe mich ziemlich beeilt. Und es ist auch wieder sehr, sehr neblig überall. Also krass. Man kann halt wirklich so 10 Meter weit schauen und dann das Ende. Das Problem ist leider, hier ist alles ein bisschen nass geworden. Auch meine Jacke und so weiter, das ist halt ein bisschen blöd. Mein Schlafsack ist auch nass geworden. Also vorher hat es schon echt stark geregnet, aber nur für eine kurze Zeit. Ne? Also so 10 Minuten, aber dafür echt schon stark. Und genau in den 10 Minuten hatte ich halt keinen Regenschutz über meinem Rucksack. Heute Abend gibt es was Kaltes zum Essen. Hier ist ein Käse, den nehme ich. Und ein paar Brote. Vielleicht gibt es auch diesen geilen Kuchen. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht gibt es den auch erst morgen. Ich muss mal schauen. Den verkaufen die hier überall. Ich weiß aber nicht genau, was das ist und wie der schmeckt. Gut, es ist Zeit ins Bett zu gehen. Es wird echt kalt langsam. Und außerdem der ganze Teil ist ziemlich feucht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen früh. Morgen sind wir gerade aus dem Zelt rausgekrochen. Und da hinten hat eine ganze Armee von Peruanern. Und kommt mir gerade zu. Leicht weird. Ja, so sehe ich aus. Ich bin jetzt fast fertig mit zusammenpacken, nur noch das Zelt hinten dran. Und die anderen fangen jetzt, glaube ich, an zu arbeiten. Die haben mir jetzt wirklich eine halbe Stunde einfach nur zugeschaut. Ich bin fertig. Ja, das Zelt war zwar in Ordnung, aber es ist halt ultra matschig, wie man sieht. Die ganze Wiese ist extremst nass. Deswegen ist halt auch das Zelt und sämtliche Ausrüstungsgegenstände matschig. Aber die Sonne ist da. Ich glaube, es wird heute ein wunderschöner Tag. Jetzt geht's erstmal zum Wasserfall. Und wenn ich dann noch Zeit habe, oder je nachdem, wie schnell ich vorankomme, werde ich dann wahrscheinlich probieren, wieder zu trampen. Letztes Mal hat es ja echt gut geklappt. Wer weiß, wie es diesmal klappt. Buenas! Ich bin ja noch nicht mehr im Dschungel. Wie soll es denn ein Dschungel werden, wenn es jetzt schon so matschig und sonst irgendwas ist? Ah, oh, scheiße. Ich rutsche mal über. Jawohl, direkt vor der Kirche steht einfach ein Fußballtor ohne Netz. Wenn man gescheit drauf schießt, dann schön in die Kirche rein. Wart's. Kurze Frühstückspause. Hier mit richtig schönem Ausblick. Und ich gönne mir jetzt hier erstmal dieses Trinkjoghurt. Das gibt es nämlich hier in Peru echt oft. Also das gibt es in jedem Laden. Das ist halt richtig geil. Gibt es zwar auch in Deutschland, aber ist nicht so verbreitet, glaube ich. Ja. Und ich hau mir jetzt dieses Ding, was auch immer das ist, rein. Ich glaube, das ist eine richtige Kalorienbombe. Ja, das schmeckt schon ziemlich gut. Das ist eine Art Biskuitteig. Sehr trocken, sehr geschmackslos. Aber die Füllungen dazwischen, die sind relativ süß. Aber ich kann nicht genau beschreiben, was für Füllungen das sind. Schmeckt ein bisschen exotisch. Und ich habe auch keinen Plan, wie man das essen soll. Fragt mich bitte nicht. Das muss man irgendwie zerkleinern und zerbröseln. Also ich glaube, ich bin da. Das sind echt fette Wasserfälle hier. Hier treffen quasi zwei Flüsse aufeinander. Kollegen gefunden. Der macht mit mir eine Pause. Aber nee, die Aussicht ist schlecht. Crazy. Richtig, richtig geil. Und auch da hinten. Also keine Ahnung, das ist keine normale Banane, das ist irgendwie ein bisschen orange. Die habe ich gestern schon gegessen. Das schmeckt aber ähnlich, aber nicht genauso wie Banane. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe gesehen, da oben führt die Straße entlang, aber die ist so weit oben, das habe ich absolut nicht erwartet. Ich muss da jetzt richtig viele Höhenmeter rauf. Das wird lustig. Essen ist jetzt auch ziemlich knapp. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das nächste Mal Essen herbekommen kann. Ich habe noch 250 Gramm Nudeln und drei Brötchen. Aber ich habe wirklich gar keinen Plan, wann ich das nächste Mal
an Essen kommen. Oh, es ist richtig anstrengend gerade. Und da oben, ganz da oben, da ist die Straße. Es dauert noch. Also da unten habe ich Pause gemacht, das sind die zwei riesen Wasserfälle und jetzt bin ich hier komplett hochgelaufen. Aber jetzt habe ich bald erreicht die Straße, also das ist jetzt schon hier sehr anstrengend und zieht sich ganz schön lang. Und dann versuche ich weiter zu trampen. Da sind alles so Sachen, die können alle total schief gehen. Das heißt, ich könnte jetzt hier in 3 Tagen nicht wegkommen und quasi verhungern so ungefähr. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich irgendwann mitgenommen werde. Richtig anstrengend. Da ist die Straße. Nur noch die paar Meter. Oh Mann. Ich habe den Weg komplett unterschätzt. Ich dachte nicht, dass es so weit hoch geht. Jetzt heißt es abwarten, Daumen raushalten und Geduld haben, bis ein paar Autos kommen. Hoffentlich halten sie mal an. Also ich weiß nicht genau, was ich falsch mache, aber in diese Richtung, in die ich nicht will, haben jetzt schon 3 Leute freiwillig einfach so angehalten und haben gefragt, ob ich mit will. In meine Richtung, da halte ich ständig den Daumen raus und da hält kein Mensch an. Wenn ich den einen richtig verstanden habe, das war ein LKW-Fahrer, der meinte, wenn er zurückkommt, kann er mich mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Das war... der hat sehr undeutlich gesprochen. Ist ja nicht so, als wäre alles schon beschissen genug. Ich stehe jetzt schon seit einer Stunde und es kommt nie, also keine Ahnung. In die Richtung fahren ungefähr 10-mal mehr, also nicht ungefähr, es fahren 10 bis 20 mal mehr Autos in die Richtung als in diese Richtung. Keiner hält an und jetzt fängt halt auch das Regnen an. Lieben wir. Oh Mann, ey. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich nach Kanta zurückgehe. Der Ort ist erstmal näher und in die Richtung fahren halt deutlich mehr Autos. Ich habe beschlossen, ich fahre jetzt theoretisch wieder zurück, wenn es klappt. Also ich werde sowohl die Autos auf der Seite versuchen anzuhalten, als auch auf der. Ja, und dann bin ich halt wieder in Kanta und dann probiere ich halt morgen früh mein Glück, ne? Von Kanta nach sonst irgendwo hin. Schaut mal, wo ich bin wieder in Kanta, wieder zurück. Ja, also das ging jetzt doch relativ schnell, schneller als erwartet, aber ich wollte halt eigentlich weiterkommen. Das regt mich ein bisschen auf, aber vielleicht klappt es ja morgen besser. Ich bin jetzt hier in diesem Hotelzimmer oder in diesem Hostelzimmer angekommen. Hab mal ein bisschen das Zelt ausgebreitet und so, damit es trocknen kann. Ja, und ich habe das Gefühl, ich habe schon meine erste Down-Phase, wenn man das so sagen kann. Ich bin halt heute nicht vorangekommen. Ich wollte trampen, hat leider nicht funktioniert. Vielleicht klappt es morgen, ich probiere es jetzt dann einfach nochmal, aber ich bin halt wirklich mehr oder weniger in nirgendwo, wo es halt eigentlich auch nicht lang geht. Also die Straße führt jetzt erstmal 2 Stunden da entlang und es kommt kein einziger Ort. Kein Wunder, warum mich keiner mitnimmt. Ist alles ein bisschen blöd gerade. Das wird hoffentlich. Ich gebe nicht auf.